Moin, moin, moin und herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit im Preview-Match mit dem Hamburger Sportverein gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja, ich stehe nach 45 Minuten 1 zu 0 durch ein wunderschönes Kopfballtor durch Pierre-Michel Lazoga in der 36. Spielminute. Und es läuft der Moment echt richtig geil für den Hamburger Sportverein. Erstmal 3-1 im Derby gegen Werder Bremen. Was echt Hammer war, das Spiel, muss ich sagen. Ich hatte auch ein bisschen Panik, als ich das 2-1 gesehen habe. Also das Ausgleichstor durch, also das Ausgleichstor für Werder Bremen. Da habe ich schon Panik. Na, Mensch, verdatteln sie das jetzt und fangen sich noch ein Gegentor ein. Aber danach kam ja gleich sofort die Antwort durch Nicolai Müller. Und das war schon ein geiles Spiel. Soon for you on EA Sports, the Bundesliga Und fixture. das Spiel danach, das wird echt Hamburg, heftig they'll gegen be Wolfsburg, facing muss ich sagen. Wolfsburg away from home. Ich schätze Well, mal I'll nicht, take dass you through da the drei match for Punkte them this sicher morning. sind, Looking aber forward mal to it. gucken. Vielleicht Now ein they have Punkt. to the supporting player. He's got across to make that interception. He saw it coming. Lewis Holtby. And in goes the cross. Ah, Junge, das war doch gar nichts. Baumgartlinger. Bengtsson. There's some potential in this move. Tries the volley. Junge, Terrific stop. der war doch im Abseits. Also, ich habe ja schon im Video davor, da könnt ihr ja gerne nochmal reinschauen, erwähnt, dass ich mir Call of Duty gekauft habe. Also Black Ops 3. Danny Da Latzer. gab es auch wieder so ein paar lustige Sachen, sag ich euch. Vor allem am Anfang, das Ding ist ja, man muss sich so ein Spiel ja eigentlich auch immer gleich sofort kaufen, beziehungsweise das Glück haben, sich das Spiel schon ein paar Tage vor Release holen zu können, da man dann ja sowieso im Gegensatz zu anderen die Möglichkeit hat, früh anzufangen. Das heißt, früher seine Figur, seine Figuren leveln kann und dann im Gegensatz zu den anderen ja ein höheres Level hat, weil wenn man jetzt später anfängt, dann haben die alle schon Prestige Level 10.000 und sind da dann bei Level 49 und das ist echt richtig ranzig, wenn du dann mit deinem Level 1 Charakter gegen Leute spielst, die, was weiß ich, Prestige 4 sind und dann ja beim Level, also bei Prestige 4 dann Level 30 oder 40 sind und dann ja haben sie natürlich bessere Waffen als man selber, wenn man dann die Standardwaffen nehmen muss. Ja, aber naja, Anfang hat man ja immer so seine das war sowieso eine Sache für sich. Ich hatte anfangs war ich richtig schlecht. Okay, ich bin jetzt auch nicht gerade der Beste in Call of Duty, aber Anfang hatte ich echt, ich glaube, da hatte ich mal so meine Spiele mit, ach, ich glaube, 10 Kills und gefühlten 5, also 10 Abschüsse von mir, meine ich. Also, ich habe 10 Leute abgeschossen und hatte 25 Kills. Also, ich bin 25 mehr gestorben. Gab auch noch größere Unterschiede und das war schon heftig. Und dann, das war sogar so die erste Runde, ich spiele meistens immer Herrschaft. Und ja, war so die erste Hälfte, wo ich dann so, ja. Ja, 10, 25 war es jetzt nicht, aber es war so, ich schätze mal, 8, 18 war das. In der ersten Runde und dann zweite Runde bin ich dann richtig aufgeblüht. Dann habe ich dann nochmal ein paar aufgeholt, ein paar Kills. Und war dann so, ich glaube, 25. Ja, 25 ist jetzt auch übertrieben. Ja, doch, kann sein. 25 war ich dann, 25, 18 oder 25, 20. Also habe dann zwar noch zwei Kills dazu bekommen, also ich wurde zweimal getötet und aber habe dann auch noch einige dazu abgeschossen. Da hatte ich dann so meine Runde. Das war schon nicht schlecht. Junge, der muss reingehen. Jedenfalls, ich habe da ja, man kann da ja seinen Clan-Namen einstellen. Bei Call of Duty, also zu so drei, vier Buchstaben oder noch mehr. Und da habe ich ja meinen, also hier mein CR18 gerne mit reingeschrieben. Und als Visitenkarte, beziehungsweise als ja, Visitenkarte, als Logo, habe ich
ist die HSV-Rot erstellt. Und dann hatte ich, wie gesagt, eine richtig gute, positive Runde. Und da haben wir schon so. Ja, wie gesagt, ich hatte da eine positive Runde. Wirklich sehr gut. Hab dann auch einige, hab wirklich viele gekillt. Und ja, dann war die Runde zu Ende. Meine Mannschaft oder mein Team hat gewonnen. Bam! Wunderschönes Tor. Jedenfalls, guckt euch das nochmal an. Jedenfalls, das war so eine Sache für sich. Ich meine, die anderen sehen ja, was ich von der Karte habe. Also die haben dann die HSV-Rote gesehen. Wunderschönes Tor. Und am Ende werden ja immer die drei Besten gezeigt. Und ich war dann der Drittbeste. Und ja, die Runde ist zu Ende. Da bin ich wieder in den Hauptmenü. Und dann klingelt mein Handy. Also ich habe ja das PlayStation-App auf meinem Handy drauf. Oder die PlayStation-App. Dann klingelt mein Handy, dann sehe ich eine Nachricht von bla bla bla, von irgendeinem komischen Anime-Typen. Jedenfalls denke ich mir, was will der denn? Dann gucke ich mir die Nachricht an, lese sie mir durch und dann sehe ich erstmal Hamburger, ja. Das war nicht so ein schönes Wort, sagen wir mal, ach, ich umschreibe es mal, also ich war der Sohn von einer Mutter, beziehungsweise von einer Person, die einen nicht so guten Job macht, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und dann dachte ich mir so, wieso nimmt sich jetzt die, macht sich dieser Typ oder diese Frau oder dieses Kind die Mühe, auf mein Dings zu klicken, also 10.000 Klicks zu machen, um mir dann mitzuteilen, dass ich der Sohn einer bestimmten Person bin. Also es war ein Schimpfwort. Ich meine, das verstehe ich nicht, diese Logik dahinter. Ich meine, auch wenn du das jetzt vielleicht hörst, aber ich glaube nicht, dass du es hören wirst. Ich meine, das ist, erstmal ist es dumm, erstmal kennt man die Person ja nicht gegenüber. Beziehungsweise man kennt auch noch nicht mal die Mutter von der Person. Und dann macht man sich erstmal diese Mühe, sich zu geben, diese 10.000 Klicks zu machen und der dann mitzuteilen, ja, du bist ein so und so Sohn. Also, das ist nicht sehr clever von dir, finde ich. Beziehungsweise von der Person ist das nicht sehr clever. Naja, das waren so meine Erfahrungen, die ich jetzt mit so, ja, erfahren oder mitgenommen habe aus Call of Duty. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Spiel gefallen. So im Hintergrund der Hamburger Sportverein, ja, gewinnt hier. Seht ihr nochmal? Hier kam das erste Tor. Schön durch Lasogga. Und ja, dann kam in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise in der 89. Minute das Tor. Wieder durch Pierre-Michel Lasogga und ja, der Hamburger Sportverein gewinnt dadurch dann 2:0 gegen den ersten FC Mainz 05. Ja, war sehr gut das Match, fand ich. Mal torreicher als die Matches davor von mir, wo ich ja noch 1:0 gewonnen habe gegen Werder Bremen. Ja, und ich hoffe, euch hat es gefallen und denkt doch bitte an Feedback, würde ich mir sehr darüber freuen. Daumen nach oben. Nachdem euch, ob es euch gefallen hat und ja, ihr könnt mich ja gerne abonnieren, wenn ihr noch keine Abonnenten seid und ich werde jetzt einige Videos zu machen, vielleicht auch nochmal zu Call of Duty Black Ops, aber dazu eher weniger, muss erstmal ein gutes Level erreichen, ja, und ich hoffe, euch hat es gefallen, doch bitte an die drei Sachen und wir sehen uns dann vielleicht in einem anderen Video wieder, als Herzen Gaming.